Herzlich willkommen zurück zum Campus Day der Martin-Luther-Universität Halle. Wir stellen uns heute vor und für all die zukünftigen Erstis, die leider nicht dabei sein können und nicht den einzelnen Vorträgen lauschen können, die Infostände besuchen können und sich hier auf dem Campus bei dem tollen Wetter heute umgucken können, haben wir dieses Hochschulinformationstags-Live-Studio kreiert, sodass wir möglichst viele eurer Fragen heute abdecken mit 12 Vertretern der verschiedenen Institute und Studienrichtungen. Jetzt bei mir nach der Mittagspause zu Gast Dr. Thomas Johannes Degen vom Institut für Geowissenschaften und Geographie. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich draußen schon ein bisschen umgeguckt, die einzelnen Infostände durften auch schon einen Vortrag halten. Wie sind Ihre ersten Eindrücke des Campus Days heute? Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Campus Day. Der Eindruck, den ich habe, der ist fantastisch. Es ist wesentlich voller, als es letztes Jahr war. Ich bin also sehr begeistert. Schön. Auch wie aufgebaut ist, wie alles gemanagt ist, alles organisiert ist. Ich finde es einen sehr schönen Tag. Wenn ich in der Schule Geografie mochte, mal von diesen Leistungskontrollen vorne an der Karte abgesehen, würde das schon ausreichen, um zu wissen, dass Geowissenschaften was für mich wäre? Es wäre zumindest ein Einstieg, was die Überlegungen angeht, ob ich so etwas machen könnte oder nicht. Was ich aber immer rate, ist, dass die Leute zu uns Kontakt aufnehmen sollen, uns besuchen sollen. Sie können bei uns Praktika machen, sie bekommen immer eine Information. Wir sind über Internet erreichbar, über alle möglichen Plattformen. Und einfach nachfragen, einfach melden und dann können wir klären, was ist. Ich kann aber nur jedem empfehlen, es zu versuchen und auch sowas zu machen. Eine Internetplattform ist ja genau die heutige für euch. Gehört dazu. Also lassen Sie uns doch bitte mal ein bisschen erklären, was genau ist Geowissenschaften? Vielleicht können wir das auf einen ganz kleinen Nenner bringen. Ja. Wenn wir uns an diesem Gebäude, in dem wir uns befinden, alles wegdenken, was mit Geowissenschaften zu tun hat, dann bleibt vielleicht etwas Holz und Stoff übrig. Alle Rohstoffe, die hier verarbeitet sind, sei es Glas, sei es Putz, sei es Zement, Klinker, Pigmente in der Farbe, Metalle, Kunststoffe, sind alles Rohstoffe, die wir gewinnen müssen. Ohne diese Rohstoffe läuft nichts. Und wir sind mit dafür verantwortlich, diese Rohstoffe in genügender Menge zur Verfügung zu stellen und sie so zu verarbeiten, dass es vielleicht umweltschonend oder wie auch immer ist. Wir arbeiten in ganz vielen Bereichen. Nennen Sie doch mal so 2, 3, die mich während des Studiums auf jeden Fall dann nochmal erreichen werden. Bereiche, die Sie erreichen werden? Na, ich fange mal an mit der Hydrogeologie. Ich würde mal denken, dass 1 bis 2 Milliarden Menschen kein vernünftiges Trinkwasser haben oder gar kein Trinkwasser haben. Das ist sicher ein ganz wichtiger Bereich. Die Ressourcen, die ich eben angesprochen habe, ist ein ganz wichtiger Bereich. Und die Planung von Regionen, Umweltplanung, Straßenbau, Infrastruktur, das sind alles Dinge, Fragestellungen, die für uns wichtig sind. Und wahrscheinlich macht man in Geowissenschaften auch tolle Exkursionen. Wir machen fantastische Exkursionen. Wo denn so hin? Wir sind in den letzten Jahren gefahren in südliche Afrika, in mittleren Ural, Halbinsel Kola, Skandinavien, in die Alpen, Frankreich. Das sind alles Punkte, die wir anfahren. Wir machen natürlich auch Exkursionen in unserer Republik. Wir fahren nach Rügen, in Harz, ins Erzgebirge, Schwarzwald. Wir machen richtige Profile einmal durch die Republik. Alles. Und ich dachte schon, dass vorhin der Herr Germann mit der Juristik, der gesagt hat, ja, bei uns kann man auch mal nach China fahren, habe ich schon gedacht, das ist krass, aber das klingt ja ist noch mehr, viel toller. Denke ich, ja. Ja. Wenn ich dann meinen Abschluss gemacht habe in Geowissenschaften und Geografie, welche Berufsbilder bieten sich an? Berufsbilder bieten sich an, also vielleicht ganz vorneweg, die Chance, einen Job zu bekommen, ist sehr, sehr gut. Momentan habe ich ungefähr 10 Ausschreibungen auf eine Person, die bei uns fertig wird. Also ist eine relativ sichere Sache. Die Felder, in denen hinterher gearbeitet wird, wie schon gesagt, ist die Hydrogeologie, Baugrund, Bauuntersuchungen, Planungen, ICE-Trassen, Autobahnbau, Staudammbau, alles, was mit dem Untergrund zu tun hat, das sind Dinge, womit wir uns beschäftigen und Dinge, in denen hinterher die Leute Arbeit finden. Wir haben verschiedene Leute, die in Skandinavien tätig sind, in der Prospektion, in Australien, im südlichen Afrika. Es gibt also überall Möglichkeiten, unterzukommen. Also von der Geowissenschaft als solche haben Sie mich zumindest und wahrscheinlich auch ganz viele an den Rechnern jetzt schon überzeugt. Jetzt müssen wir nur noch klären, warum sollen denn die potenziellen Erstis das genau hier an der Martin-Luther-Universität studieren, in Halle? Ja, sollen einfach sich das zu Herzen nehmen, was ich bisher erzählt habe. Das gibt's nur hier so? Nein, es gibt es überall. Vielleicht
Vorteile, die in Halle sind. Wir sind eine relativ kleine Universität, was die Geowissenschaften angeht. Mhm. Die Betreuung ist sehr, sehr intensiv, sehr, sehr gut. Wir haben ein fantastisches Umfeld. Die Stadt, eine sehr, sehr liebenswerte Stadt, eine sehr, sehr freundliche Stadt. Und was die Wohnsituation angeht, was für Neuanfängerinnen und Neuanfänger immer sehr, sehr wichtig ist, ist ideal in Halle. Es gibt wenig Städte, die solch eine Chance bieten, vernünftig Fuß zu fassen wie Halle. Also, ich finde, das war auf den Punkt. Er unterrichtet unter anderem Strukturgeologie oder auch beschäftigt sich mit Kartenkunde oder Metamorphe Petrologie. Was nochmal, was genau ist? Metamorphe Petrologie beschäftigt sich mit Vorgängen in der Erdkruste. Natürlich. In der Erdkruste haben wir erhöhte Druck- und Temperaturbedingungen und die verändern das Material und das nennen wir Metamorphose und mit solchen Prozessen beschäftige ich mich. Und wenn ihr Lust habt, bei Professor Dr. Thomas Johannes Degen vom Institut für Geowissenschaften und Geographie vielleicht mal genau ein Seminar oder eine Vorlesung zu diesem Thema zu besuchen, dann kommt doch einfach zur Martin-Luther-Universität und studiert genau das. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Tschüss. Tschüss. In einer halben Stunde geht's hier weiter mit der School of Economics und Business oder wie man auch sagen könnte, Wirtschaftswissenschaften. Alle Fragen dazu gibt's in 30 Minuten genau hier beim Hochschulinformationstags Live-Studio. Bis gleich.